Hallo und herzlich willkommen bei unserem heutigen Webinar zum Thema E-Mail-Vorlagen. E-Mail-Vorlagen sind eine wichtige zentrale Funktion in NetHooks und werden an verschiedenen Stellen im System verwendet. In diesem Webinar sehen wir uns an, wie kannst du deine eigenen E-Mail-Vorlagen anlegen und bearbeiten. Wie kannst du als Gruppenadmin E-Mail-Vorlagen anlegen und bearbeiten und so deinen Gruppenmitgliedern zur Verfügung stellen? Und wie kannst du die E-Mail-Vorlagen, sowohl deine eigenen als auch die von den Gruppen, wo du Mitglied bist, nutzen im Adressbuch, beim Recruiting, im Rechnungslegungsmodul? Wozu sind E-Mail-Vorlagen eigentlich gut? In deiner täglichen Arbeit schickst du sehr oft E-Mails an deine Kontakte. Und meistens schickst du sehr ähnliche oder überhaupt die gleichen E-Mails. Zum Beispiel mit einem Informationstext, einem Produktkatalog im Anhang, einer Terminvereinbarung, Geburtstagsglückwünsche oder eben Rechnungen, Zahlungserinnerungen und so weiter. Ganz egal, was der Inhalt deiner E-Mail ist, wenn du sie mehr als einmal an jemanden schicken möchtest, dann solltest du überlegen, ob du dir nicht dafür in NetHooks eine E-Mail-Vorlage anlegst. So kannst du das gleiche E-Mail in Zukunft immer wieder verwenden. Sehen wir uns die E-Mail-Vorlagenbearbeitung in NetHooks an. Eigene E-Mail-Vorlagen und auch die E-Mail-Vorlagen in Gruppen haben immer eine Sprache, sind einer Sprache zugeordnet. Sie haben einen Namen, also eine Bezeichnung, damit du sie von den anderen E-Mail-Vorlagen unterscheiden kannst. Sie sind für eine spezielle Zielgruppe, zum Beispiel für alle Produktinteressenten oder für alle Geschäftskontakte. Und innerhalb dieser Gruppe auch noch für eine gewisse Funktion, zum Beispiel das E-Mail für das Opt-in oder ein E-Mail für eine Geschäfts-Online-Info. Bei jeder E-Mail-Vorlage kannst du auch dein Firmenlogo hochladen und natürlich hat die E-Mail-Vorlage einen Betreff und einen Text. Der Text kann formatiert werden und du kannst Platzhalter einfügen für die Personalisierung. Also zum Beispiel für die Anrede, sehr geehrter Herr Müller, sodass der Herr Müller als Platzhalter in der Vorlage steht und die Vorlage für jeden beliebigen Kontakt verwendet werden kann. Und du kannst bei der Vorlage auch Dateianhänge hinzufügen, zum Beispiel einen Produktkatalog, deine allgemeinen Geschäftsbedingungen, was auch immer. Die E-Mail-Vorlagen findest du in NetHooks im Menü Kontakte, E-Mail-Vorlagen. Hier kannst du alle deine E-Mail-Vorlagen verwalten. NetHooks legt beim Setup deines NetHooks-Kontos auch gleich für dich eine Reihe von E-Mail-Vorlagen an mit vorgegebenen Texten. Und zwar gleich auch auf Deutsch und auf Englisch. Du kannst natürlich E-Mail-Vorlagen in jeder beliebigen Sprache anlegen. NetHooks, das System selbst, ist auf Deutsch und Englisch verfügbar momentan. Du kannst aber dennoch mit NetHooks Kontakte in jeder beliebigen Sprache bearbeiten. Und so kannst du eben auch E-Mail-Vorlagen in jeder Sprache dieser Erde anlegen. Sehen wir uns zum Beispiel die E-Mail-Vorlage für den nächsten Termin für Kontakte näher an. Diese Vorlage ist also für die Sprache Deutsch. Das heißt, bei Kontakten, deren Hauptsprache Deutsch ist, wird diese E-Mail-Vorlage zur Verfügung gestellt. Der Name ist nächster Termin, damit wir sie auseinanderhalten können von all den anderen E-Mail-Vorlagen, die für Kontakte verfügbar sind. Sie sind für Kontakte. Hier kannst du eben auswählen Teampartner, Geschäft, Produkt, Kontakt. Je nachdem, welchen Typ von Kontakt du im Adressbuch öffnest, wird dann die Liste deiner E-Mail-Vorlagen gefiltert auf nur die spezielle Auswahl. Innerhalb des Typs Kontakt gibt es dann eben noch die Funktion, zum Beispiel hier E-Mail für den nächsten Termin, ein E-Mail für einen Vermittlerlink oder ein Geburtstags-E-Mail. Der Betreff, ganz klar, der Betreff des E-Mails. Hier siehst du schon einen Platzhalter. Dazu kommen wir gleich. Hier kannst du dein Firmenlogo hochladen, auf Durchsuchen klicken, Firmenlogo von der Festplatte auswählen. Und hier unten ist eben der E-Mail-Text.
Wie du siehst, kannst du den hier auch sehr einfach formatieren, zum Beispiel einen Bereich markieren und auf Kursiv klicken oder die Ausrichtung links mit der rechts. Du kannst auch Aufzählungen machen mit Punkten oder mit Nummerierungen, Einrückungen. Du kannst Texte markieren und mit einem Link hinterlegen. Weiters gibt es gewisse vorgegebene Formatierungen für Absätze, Überschriften, Schriftgrößen und, wie du auch hier wieder siehst, du kannst in den Text Platzhalter einfügen. Guten Tag, und hier befindet sich der Platzhalter für den Anredenamen des Kontaktes, dem du diese E-Mail dann zusendest. Hier gibt es einige verschiedene Platzhalter und einfügen kannst du die ganz leicht, indem du zum Beispiel hier an der Stelle, wo der Cursor blinkt, hier aus dem Menü Placeholders einen auswählst. Hier siehst du schon Vorname, Familienname, Name, Anredename und Anrede. Das sind alles Informationen von dem Kontakt, an den du das E-Mail schickst. Also zum Beispiel schreiben wir Hallo und dann den Platzhalter für den Vornamen und dann ein Rufzeichen. Und so fügst du eben hier auch Platzhalter ein, zum Beispiel für den nächsten Termin, für den Opt-in-Link, für einen Link zu einer Online-Info, für deinen Vermittler-Link, den Link zur PayPal-Bezahlung, dieser ist wichtig für das Rechnungslegungsmodul, und dann deine Informationen, mein Vorname, meine Unterschrift, meine Geschäftsunterschrift oder meine Produktunterschrift. Die fügen dann diesen Platzhalter ein, zum Beispiel My Signature, und dieser wird beim Versand ersetzt durch dein Porträtfoto, deinen Namen und deine Kontaktinfos. Und hier rechts drüben kannst du auch Dateien hochladen. Ich möchte zum Beispiel an dieses E-Mail hier einen Produktkatalog als PDF anhängen, einfach aus dem Datei-Explorer hierher ziehen und fallen lassen. Jetzt wird dieses PDF, wenn ich auf Speichern klicke, zu dieser E-Mail-Vorlage dazu gespeichert und beim Versand automatisch immer mit angehängt und mit verschickt. Natürlich kann ich auch noch mehrere Dateien hinzufügen, eigentlich beliebig viele, achte aber darauf, dass die Gesamtgröße deiner Dateianhänge nicht größer als 1 MB sein sollte, damit die E-Mail nicht von Spamfiltern verschluckt wird und auch sicher bei deinem Empfänger ankommt. Zur Demonstration lade ich jetzt auch hier noch ein Firmenlogo hoch, zum Beispiel das Netux-Logo. Dann ändere ich den Text hier noch auf ein freundliches Hallo, Vorname, beste Grüße und mein Vorname, dann eine Linie und dann meine Unterschrift. So speichern. Jetzt habe ich hier also eine Vorlage angelegt für eine Terminbestätigung für Kontakte in meinem Adressbuch. Meine Vorlage hat einen Betreff, einen Text, ein eigenes Logo und einen Dateianhang. Hier noch ein wichtiger Hinweis. Die Platzhalter, die du einfügst über das Placeholders-Menü, die solltest du am besten nicht verändern. Du kannst sie schon formatieren, zum Beispiel hier den gesamten Platzhalter markieren und dann kursiv stellen. Stelle aber sicher, dass in dem Platzhalter sonst nichts verändert wird. Keine Leerzeichen hinzugefügt werden, keine Buchstaben gelöscht werden oder dergleichen. Sonst kann das E-Mail nicht korrekt versendet werden. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du aus Versehen einen Platzhalter kaputt gemacht hast, einfach den ganzen Platzhalter rauslöschen und neu einfügen. Du siehst, es ist sehr einfach, E-Mail-Vorlagen anzulegen. Eine neue kannst du jederzeit hinzufügen, kannst beliebig viele E-Mail-Vorlagen anlegen. Zur Demonstration lege ich hier für Geschäftskontakte ein eigenes E-Mail an, ohne spezielle Funktion, mit dem Namen Top-Produkt. Lade wieder mein Logo dazu. Guten Tag.
Platzhalter, Anredename, an bei unser aktuelles Top-Produkt für Sie, beste Grüße und dann meine Geschäftsunterschrift. Das möchte ich fett formatieren und ich lade hier wieder den Produktkatalog dazu. Dieses neue E-Mail hier, die E-Mail-Vorlage, Top-Produkt, erscheint also nur bei Geschäftskontakten. Und dann gibt es noch E-Mail-Vorlagen, die dir von Gruppen zur Verfügung gestellt werden. Beziehungsweise als Gruppenadmin kannst du deinen Gruppenmitgliedern E-Mail-Vorlagen zur Verfügung stellen. Die Bearbeitung für dich, wenn du Gruppenadmin bist, ist sehr ähnlich wie die Bearbeitung deiner eigenen E-Mail-Vorlagen. Verwenden kannst du E-Mail-Vorlagen, die dir von Gruppen zur Verfügung gestellt werden, genau wie deine eigenen. Sehen wir uns das aus der Sicht eines Gruppenadmins an. Also, der Max Mustermann hier, mein derzeit eingeloggter Nutzer, ist Admin von dieser Gruppe und kann hier im Bereich E-Mail-Vorlagen den Mitgliedern E-Mail-Vorlagen zur Verfügung stellen. Die Bearbeitung hier, genau wie bereits gezeigt bei den eigenen E-Mail-Vorlagen, nur die Sprache hier ist eben fix definiert auf die Sprache dieser Gruppe. Und ich möchte hier in der Gruppe eine E-Mail-Vorlage für die Mitglieder zur Verfügung stellen, und zwar für das Recruiting von Geschäftsinteressenten mit einem Opt-in-Link zur Bestätigung der Anmeldung. Ich bezeichne die Vorlage als Short Business Opt-in für Geschäft, Funktion Opt-in. Als Betreff, please confirm your registration. Dear, Anredename, thank you for registering on our homepage. Please confirm your registration by clicking the following link. Einrücken, einfügen den Opt-in-Link. Das ist hier der Deutsche, dann schreiben wir um auf Englisch. Confirm. Best regards. Und die eigene Unterschrift, Geschäftsunterschrift. Auch bei diesem Mail lade ich mein Firmenlogo dazu und den Produktkatalog als Dateianhang. Diese Gruppe, in dieser Gruppe stelle ich also nun allen Mitgliedern diese E-Mail-Vorlage zur Verfügung. Nachdem das eine Gruppe ist, bei der ich selbst Admin bin, kann ich natürlich diese Vorlage auch selbst verwenden für meine eigenen Zwecke. Sehen wir uns gleich die Verwendung von E-Mail-Vorlagen an. Hier gibt es momentan drei große Punkte, wo E-Mail-Vorlagen in NetTux verwendet werden. Erstens im Adressbuch. Dort kannst du Einzelmails verschicken mit einem Klick oder Massenmails an bis zu 100 Kontakte mit wenigen Klicks. Im Bereich Recruiting, sowohl beim Recruiting-Formular als auch bei deinen Homepages über NetTux, und in der Rechnungslegung, wenn du Belege oder Zahlungserinnerungen versenden möchtest. Sehen wir uns den ersten Punkt an, Versand aus dem Adressbuch. Ich suche hier einen Demokontakt und öffne das Kontaktprofil. Hier siehst du bereits alle E-Mail-Vorlagen, die angelegt sind für Kontakte mit der Sprache Deutsch. Du kannst dir eine Vorschau des E-Mails öffnen, indem du auf den Namen klickst. So wird also das Vermittler-E-Mail aussehen, wenn du es
an den Demo-Kontakt hier, an den Max Demo, versendest. Betreff: Hallo Max, hier der Platzhalter aus der E-Mail-Vorlage. Hier der Link zum der Vermittlerlink, dein Vermittlerlink, der hier automatisch eingesetzt wird, auch ein Platzhalter in der E-Mail-Vorlage. Und hier die Unterschrift, der Platzhalter in der E-Mail-Vorlage wird ersetzt eben durch das Porträtbild und meine Kontaktdetails. Zum Versenden dieses E-Mails brauche ich jetzt nur auf den Button mit dem roten E-Mail-Symbol klicken. E-Mail wirklich senden. Okay. Und schon ist das personalisierte E-Mail verschickt worden, ohne dass du auch nur einen Buchstaben tippen hast müssen. Hier ist auch die E-Mail-Vorlage für die Terminerinnerung an den nächsten Termin, wie wir sie gerade vorhin in den Vorlagen angelegt bzw. abgeändert haben. Nachdem ich für diesen Kontakt aber noch keinen Termin angelegt habe, keinen zukünftigen, warnt mich NetTux hier, dass der Versand dieses E-Mails wenig Sinn macht momentan. Daher erscheint eben hier diese Terminwarnung. Das kann ich aber leicht umgehen, indem ich zum Beispiel einen Termin eintrage um 19 Uhr in der Zukunft. Jetzt verschwindet die Terminwarnung. Ich kann mir die Vorschau für dieses E-Mail ansehen und hier sehen wir auch schon genau nach der Vorlage die Platzhalter ausgefüllt. Hallo Max, hier war der Platzhalter für den Vornamen. Beste Grüße, hier das Grüße kursiv gestellt. Dann haben wir hier den Strich eingefügt und hier die eigene Unterschrift und als Anhang das Produktkatalog PDF. Ja, und dieses Mail verschicke ich mit einem Klick auf den roten Button. Personalisiertes, fertig ausgetextetes Mail inklusive Dateianhang ist jetzt verschickt. Hier siehst du schon, wie effizient deine Arbeit wird, wenn du dir E-Mail-Vorlagen definierst. Und natürlich wird der Versand der Vorlagen hier auch im Betreuungsverlauf für dich mitprotokolliert, sodass du nachvollziehen kannst, welches Mail hast du wann an wen geschickt. Sehen wir uns das E-Mail an, so wie es beim Empfänger ankommt. Mein Demo-Kontakt hier, die E-Mails bekomme natürlich auch ich. Hier groß das Firmenlogo und hier der Text, wie vorhin eingegeben in der Vorlage. Platzhalter schön ersetzt, Porträtbild vorhanden und der Dateianhang Produktkatalog.pdf. Ja, und das Gleiche, was wir hier einzeln für einen Kontakt machen können, können wir auch für eine ganze Auswahl an Kontakten hier drüben durchführen. Du wählst also die Empfänger aus der Liste aus und klickst Senden E-Mail-Vorlage. Kannst dir hier oben dann die E-Mail-Vorlage auswählen, zum Beispiel das Geburtstagsmail an Kontakte. Du kannst hier sogar noch für diesen einen Versand den Text, also den Betreff und den E-Mail-Text selbst, für diesen einen Versand an die vier Empfänger hier noch leicht korrigieren, umschreiben oder umformatieren und dann mit einem Klick diese vier E-Mails absenden. Jetzt bekommt jeder von diesen vier Empfängern ein eigenes, für sich personalisiertes E-Mail. Also die Platzhalter in der E-Mail-Vorlage werden natürlich mit den Empfängerdaten jedes einzelnen Empfängers ausgefüllt und vier eigene E-Mails verschickt. Das waren also die Punkte Adressbuch, Einzelmail und Massenmail. Wie gesagt, Massenmail-Funktion bis zu 100 Empfänger gleichzeitig. Weiters werden E-Mail-Vorlagen beim Recruiting verwendet. In NetHooks gibt es den flexiblen Recruiting Workflow. Bei dem stellst du ein, welches E-Mail soll welcher Kontakt bekommen und welche Online-Info soll welcher Kontakt bekommen. Mehr dazu in einem späteren Webinar. Hier möchte ich dir jetzt kurz zeigen, wie eben für Recruiting-Formulare und für die Homepages die E-Mail-Vorlagen eingesetzt werden. Im Bereich Profilmodule
hast du hier den Bereich Recruiting. Diese Funktion ist dafür da, dass du in eine Homepage, die du nicht über NetHooks bekommst, sondern wenn du selbst wo eine Homepage betreibst mit eigenem Hosting, dann kannst du dort ganz leicht ein Anmeldeformular einbauen und jeder, der sich auf diesem Anmeldeformular einträgt, kommt automatisch in dein NetHooks und durchläuft eben den Recruiting Workflow. Hast du zum Beispiel eine Produktseite, wo du Produktinteressenten rekrutierst, dann kannst du hier für deutsche Produktinteressenten eine E-Mail-Vorlage definieren, ein Ziel definieren, zum Beispiel Opt-in. Hast du auch eine Online-Info definiert, zum Beispiel hier für die deutschen Geschäftsinteressenten habe ich eine Online-Info definiert. Dann kann ich hier auswählen, welche E-Mail-Vorlage soll dieser Interessent, der sich einträgt, bekommen. Hier wäre die Liste, wenn ich mehrere habe, habe ich hier genau eine und auch welche Online-Info. Und diesen Text kopiere ich nun, diesen HTML-Code in den HTML-Code meiner Homepage. Hier siehst du also, hier wählst du aus, welche E-Mail-Vorlage soll ein Interessent bekommen, der sich auf dem Formular einträgt. Wenn du selbst keine Homepage extern betreibst, sondern eine NetHooks-Homepage verwendest, egal ob eine von den bei NetHooks inkludierten Homepages oder eine von einer Gruppe zur Verfügung gestellte Homepage, du kannst hier über das Bearbeiten-Symbol, über den Bleistift, auch hier auswählen, ein Interessent, der sich hier auf dieser Homepage, auf diesem Design einträgt, soll diese E-Mail-Vorlage bekommen. Ja, und ich habe ja vorhin in der Gruppe die E-Mail-Vorlage angelegt für das englische Opt-in von Geschäftsinteressenten. Und diese E-Mail-Vorlage möchte ich jetzt bei diesem Design verwenden. Dazu bearbeite ich hier das Design und habe hier schon in der Liste zur Auswahl die Short Business Opt-in E-Mail-Vorlage. Wähle ich aus, speichere. Immer wenn sich jetzt ein Interessent auf dieser Homepage mit diesem Design einträgt, bekommt er also die E-Mail-Vorlage, personalisiert natürlich, Platzhalter ersetzt, von der Gruppe, die mir diese E-Mail-Vorlage eben zur Verfügung stellt. Nochmal zur Erinnerung. Zur Auswahl stehen mir hier alle E-Mail-Vorlagen, die ich selbst anlege im Bereich Kontakte E-Mail-Vorlagen, also meine eigenen, und alle, die mir von Gruppen zur Verfügung gestellt werden, bei denen ich Mitglied bin. Ja, und dann gibt es noch eine Verwendung der E-Mail-Vorlagen in NetHooks, nämlich im Rechnungslegungsmodul beim Versenden von Belegen. Sehen wir uns das gleich an. Wenn du im Rechnungslegungsmodul eine Rechnung öffnest und die dem Kunden senden möchtest, brauchst du nur hier auf Per E-Mail versenden klicken. Jetzt stehen dir hier zur Auswahl alle E-Mail-Vorlagen, die für die Funktion Rechnungslegung angelegt sind. Ein kurzes Beispiel. Gehen wir zu den E-Mail-Vorlagen. Hier ist das E-Mail mit dem Text für die Rechnung, für das Versenden einer Rechnung. Ich lege mir eine neue E-Mail-Vorlage an, die nenne ich Zahlungserinnerung für Rechnungslegung, Beleg, Betreff, erste Zahlungserinnerung. Schreibe jetzt nur ganz kurz, guten Tag, an bei unsere Rechnung. Mit der Bitte um rasche Begleichung. NetHooks fügt automatisch beim Versenden von E-Mails aus dem Rechnungslegungsmodul immer die Rechnung selbst als Anhang hinzu. Zusätzlich kannst du aber auch natürlich wiederum Files bei der Vorlage hinzufügen, zum Beispiel deine allgemeinen Geschäftsbedingungen oder dergleichen, und werden eben dann beide verschickt. So, wenn ich jetzt im Rechnungslegungsmodul wiederum diese Rechnung per E-Mail versenden möchte, dann steht mir hier auch die neue Vorlage Zahlungserinnerung zur Verfügung. Wird hier auch gleich angezeigt mit Ersetzung der Platzhalter. Ich kann hier
wenn ich möchte, auch noch Formatierungen oder textuell kleine Änderungen vornehmen, auswählen, an wen wird sich das E-Mail gesendet. Hier sehe ich auch, im Anhang ist automatisch eben dieses Rechnungs-PDF und ich sende das E-Mail ab. Ja, du siehst schon, die E-Mail-Vorlagen sind ein sehr effizientes Tool in NetHux, um mit wenigen Klicks und sehr wenig Aufwand E-Mails einzeln oder auch gleich mehrere aus verschiedenen Teilen von NetHux versenden zu können und eben auch beim Recruiting so einzustellen und auszuwählen, welches E-Mail sollen Interessenten bekommen. NetHux hilft dir hier bei deiner täglichen Arbeit und erleichtert dir die sehr schnelle und effiziente Kommunikation, speziell im Versenden von E-Mails, natürlich enorm über diese E-Mail-Vorlagen. Wie immer zum Abschluss, www.nethux.com besuchen. Dort erfährst du alles über NetHux und findest die Links zum Blog, zum YouTube-Channel, Facebook und Google+. In den NetHux als Hangout-Gruppen veröffentlichen wir alle News und Updates. Und wir freuen uns über dein Feedback, über Support-Ticket oder per E-Mail an support@netux.com. Ja, ich hoffe, ich habe dir einen Einblick geben können über diese mächtige Funktion der E-Mail-Vorlagen in NetHux und wie effizient du damit deine tägliche Arbeit optimieren kannst. Noch viel Spaß und viel Erfolg mit NetHux und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Webinar. Tschüss!